Relationale Perspektiven. Das Digitale mehr als ein Werkzeug? Diese Frage wirft Christopher Fraunberger anhand verschiedener philosophischer und soziologischer Perspektiven auf Technologie auf. Gemeinsam ist diesen Perspektiven, dass Technologie nie nur ein Werkzeug ohne dahinterstehenden Sinn ist. Technologie ist nie neutral. Die Interaktion von Menschen mit Technologien prägt letztlich die Realität. Und wir Menschen sind nicht zuletzt auch durch Technologie mit dieser Welt verbunden. Wenn Technologien vorschreiben, was wir mit ihnen tun können, wie können wir trotzdem die Kontrolle über unser Handeln und über unsere Realität wahren? Um besser zu verstehen, was wir meinen, wenn wir über mögliche oder gar gewünschte technologische Zukünfte sprechen, ist es wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, wie wir unsere Beziehung zu Technologien oder Werkzeugen allgemein verstehen. Was sind unsere Werkzeuge? Wie beeinflussen sie unser Handeln? Wo hören sie auf und wo fangen wir an? Diese Fragen treibt vor allem die Technikphilosophie um und ich möchte in diesem Video die Ideen von drei DenkerInnen vorstellen, die uns dabei helfen sollen, ein etwas nuancierteres Bild von uns und unseren digitalen Dingen zu zeichnen. Der erste ist Bruno Latour, ein französischer Philosoph und Anthropologe und eine der zentralen Figuren hinter dem Konzept der Akteur-Netzwerk-Theorie. Latour beginnt seine Argumentation mit einer Kritik an der klassischen Soziologie, die die Welt der materiellen Dinge im besten Fall als passive Bühne für menschliche Aktivität betrachtet. Er zielt darauf ab, den scheinbaren Gegensatz zwischen dem Sozialen und dem Materiellen aufzulösen, indem er sagt, es gibt nichts, was nicht sozial aktiv ist. Dinge genauso wie Menschen sind Akteure, die das mit beeinflussen, was passiert. Die materiellen Dinge unseres Lebens greifen aktiv in unser Tun ein. Sie ermöglichen, verhindern, suggerieren oder lenken ab. Dabei ist die Konfiguration und die Art der Beziehung zwischen den Akteuren, also das Netzwerk, in dem sie miteinander verbunden sind, entscheidend dafür, welche Handlungen möglich sind. Ein Werkzeug mag vielleicht nicht dieselbe Intentionalität haben wie menschliche Akteure, aber es ist gewiss nicht unbeteiligt an dem, was geschieht. Eines der bekanntesten Beispiele, die Latour anführt, lehnt sich an den bekannten Wahlspruch der NRA, der National Rifle Association, an. Die Waffenlobby plakatiert gerne "Guns don't kill people, people kill people" und will damit suggerieren, dass es nicht die Waffen sind, die Menschen töten, sondern die Menschen selbst. Mit Latour ist das nur die halbe Wahrheit. Es ist weder der Mensch noch die Waffe, sondern deren Art der Beziehung, die einen Mörder und ein Opfer erzeugen können. Die Waffe ist kein neutrales Objekt, sondern ein Akteur mit einem, wie Latour es nennt, Program of Action, einem präferierten Handlungszweck. Diese Perspektive lässt sich nun leicht auf digitale Artefakte umlegen. Ein Fitness-Tracker etwa ist ein Akteur, der danach trachtet, mich auf eine Zahl reduziert, in Konkurrenz mit anderen Menschen zu setzen. Latour erlaubt es uns also, uns der Akteurhaftigkeit der Dinge gewahr zu werden und verwischt damit die scharfe Trennung zwischen Mensch und Werkzeug und richtet unsere Aufmerksamkeit auf Relationen und Konfigurationen. Zu einer ähnlichen Position kommt der amerikanische Philosoph Don Eide, aber sein Startpunkt ist ein anderer. Ausgehend von Heideggers Phänomenologie steht bei ihm das Konzept der Mediation im Mittelpunkt. Das Argument, Menschen und Technologien sind nicht zwei verschiedene Entitäten, die miteinander interagieren, vielmehr sind wir durch Technologien mit der Welt verbunden. Technologien mediieren unser Dasein, sie mediieren, was wir in der Welt tun und wie wir sie wahrnehmen. Eides klassisches Beispiel ist die Brille,
die wir nicht betrachten, sondern durch die wir die Welt sehen und in ihr aktiv sind. Ein Smartphone ist in diesem Sinn kein Ding, mit dem wir interagieren, sondern eines, das uns mit unserem Sozialleben verbindet und das uns umgekehrt ein Zerrbild einer Sozialität präsentiert. Dass diese Mediation nicht kontextunabhängig oder gar neutral ist, wird in beiden Fällen deutlich. Einmal wird das Bild schärfer, einmal ist es ein völlig entstelltes. Der Philosoph Peter Paul Verbeck hat diese postphänomenologische Sichtweise um kompliziertere Konfigurationen zwischen Menschen und Technologie erweitert. Wie etwa bei Gehirnimplantaten oder auch in Smart Homes, in denen wir oder unsere Umgebung mit Technologie verschmelzen. Die Grenzen, wo diese Mediation beginnt und wo sie endet, verschwimmen dabei. In allen Fällen bleibt aber der entscheidende Punkt die aktive Rolle der materiellen Dinge, wie sie unser Dasein in der Welt mediieren. Im Kern sagt Postphänomenologie also, dass unsere Handlungen in der Welt genauso wie unsere Wahrnehmungen der Welt von verschiedensten Formen von Technologie vermittelt werden und dass diese dabei eine aktiv gestaltende Rolle einnehmen. Digitale Technologie ist dabei zu einem der bedeutendsten Mediatoren geworden und damit entscheidend dafür, wie wir unsere Welt und uns darin verstehen. Die letzte Denkerin, die ich hier vorstellen will, ist Karen Barrett, Physikerin und feministische Philosophin. Sie bezieht sich vor allem auf Niels Bohr und seinen Betrachtungen zur Quantenphysik, sowie auf die Arbeit von Judith Butler zur Entstehung von Geschlechterzuschreibungen. Von Bohr greift sie die ontologische Unbestimmtheit von Phänomenen auf. Zum Beispiel die wohlbekannte Welle-Teilchen-Dualität von Licht. Je nachdem, wie man eine Messung konfiguriert, manifestiert sich Licht entweder als Welle oder als Teilchen. Es ist also unbestimmt, bis man hinschaut. Von Butler nimmt sie das Konzept der Performativität auf. Zum Beispiel, wie Geschlechterrollen keine festen Konzepte sind, sondern kulturhistorisch permanent und in Interaktionen erzeugt werden. Aus diesen sehr unterschiedlichen Perspektiven entwickelt sie, was sie agentialen Realismus nennt. Sie argumentiert, dass die Realität nicht statisch, a priori existiert, sondern durch die Interaktion von Menschen und Dingen laufend erst entsteht und dabei sich das Wesen aller Beteiligten stetig verändert. Das bedeutet nicht, dass die Phänomene, die entstehen, beliebig sozial konstruiert sind, sondern im Gegenteil, durch eine bestimmte Konfiguration der materiellen und belebten Welt eindeutig definiert werden. Ein Smartphone kann also sowohl ein sozialer Marktplatz wie auch eine Orientierungshilfe oder ein Überwachungsgerät sein. Es kann in Handlungen mit mir verschmelzen oder ein explizites Gegenüber sein, je nachdem, wie die soziomateriellen Beziehungen konfiguriert werden und welche Aktivitäten aufgeführt werden. Was unsere digitalen Dinge also sind, welche Handlungen daraus entstehen können und wer oder was für welche entstehenden Phänomene die Verantwortung trägt, kann nicht mehr voneinander getrennt werden. Es gibt es also nicht, das Werkzeug, das ist, was es ist, sondern es wird erst zu etwas, wenn es in Beziehung gesetzt und benutzt wird. Das klingt alles sehr abstrakt und kompliziert, aber fassen wir zusammen, was das für unser Verständnis von digitaler Technologie bedeutet. Digitale Technologie ist nicht ein neutrales, externes Werkzeug, das wir nach unserem Willen formen oder verwenden können. Wir sind weit inniger mit den digitalen Dingen, die uns umgeben, verwoben, als wir uns oft eingestehen wollen. Wir leben in einem Netzwerk von Beziehungen zu menschlichen und nichtmenschlichen Akteuren,
die in dem, wie sie miteinander verbunden sind, unser Verständnis der Welt produzieren. Und damit nicht genug. Sie produzieren auch, wer wir Menschen in dieser Welt sind. Das bedeutet, wenn wir so omnipräsente und mächtige Technologien wie die digitalen entwickeln, definieren diese Technologien auch ein Stück weit, welche Menschen wir durch sie werden. Ein solches verwobenes Menschen- und Technikbild rückt also die Konsequenzen von Innovation ins Zentrum und stellt die Frage, wer die Gestaltungshoheit über unsere Technik und damit auch über wer wir durch sie werden, in Händen hält. Das nächste Video knüpft genau an diesem Punkt an.